So, meine Damen und Herren, schön sind ihr bei mir. Ich bin der Rocco und darf euch ganz stolz die sechste Generation vom BMW M3 vorstellen. Hinter mir steht 35 Jahre M3-Geschichte. Und heute starten wir eine neue Ära. Du hast den schönsten Teil, Michi. Endlich steht er da. Auf dem Moment haben wir uns schon riesig gefreut. Wir starten mit dem klassischen M-Erkennungsmerkmal. Aber vorab eine Frage. Ihr als BMW-Kenner, was fällt euch gerade als allererstes auf? Absolut korrekt. Er sieht nicht nach einem klassischen 3er-BMW aus. Und wieso nicht? Er hat die Front vom BMW M4 gesponsert bekommen. Ein grosses Dankeschön dafür. So, starten wir. Sehr prominent und absolut im Rampenlicht die grossen Doppelnieren mit den horizontalen Streben. Weiter. Sehr viel Leistung braucht extrem viel Luft. Darum die grossen, markanten Luftinlässe. Es saugt einem nur schon fast rein, wenn wir zu nahe kommen. Darum, liebe Mercedes-Kollegen, nehmen genug Abstand. Gehen wir weiter zu den Scheinwerfern. Und wieso spreche ich das jetzt gerade an? Bis vor kurzem haben wir Halogen-Scheinwerfer gehabt. Die sind 80 Meter weit gekommen. Sehr revolutionär. Xenon-Scheinwerfer sind 150 Meter weit gekommen. Bei den meisten BMWs serienmäßig verbaut. Full-LED-Scheinwerfer. Die kommen 300 Meter weit. Gibt ein super Licht. Und jetzt ganz neu. Laserscheinwerfer, die kommen ganze 600 Meter weit. Das macht den Abend zum Tag. Stellt euch mal vor, ihr kommt im Drift. Und beim Driften ist es sehr, sehr entscheidend, wo man anschaut. Und diese Scheinwerfer beleuchten alles. Message angekommen? Ich würde schon meinen, hä? Mein absoluter Favorit, die obergeil Power-Dome-Haube für maximale Sportlichkeit. Wie man schon vom Vorgänger kennt, Kotflügel sehr prominent. Ganze 2 cm breiter als ein normaler 3er. Tönt nicht nach viel, aber es ist extrem viel. Gehen wir eins weiter. Das legendäre Carbon-Dach. Es entfällt für Kunden, die gerne ein Schiebedach wollen, aber wenn ihr mich fragt, ist das ein Muss. Neu sogar mit Dachgepäckträgervorbereitung. Was heisst das? Liebe Familien, es gibt absolut keine Ausreden mehr. Das Fahrzeug ist absolut familientauglich. Geniessen wir jetzt Heck. Auch da. Ich schaue das Auto von hinten an. Was fällt mir gerade als allererstes auf? Die breiten Kotflügel. Muskulös und richtig breit. Serienmässig beim M3. Ein Spoiler für maximalen Abtressdruck. Ganz neu. 4 fette 100 mm Endrohre für maximalen Sound. Und jetzt geniessen wir das Interieur. Ich sitze in das Auto hinein und habe sofort Rennsport-Feeling. Ich sitze auf einem Serien-Sportsitz. Optional kann man einen Voll-Carbon-Schalensitz haben. Ganze 17 Kilo leichter und wir reden nur vom Sitz. Auch da, wenn ihr mich fragt, ein absolutes Muss. Wie wir es vom Vorgänger kennen, die M-Setup-Knöpfe, wo man das Profil abspeichern kann. Beispiel auf dem 1, Rennsport, auf dem 2, schön friedlich, unscheinbar. Ganz neu, sogar über den iDrive, über M-Setup-Knöpfe,
kann man Traktionskontrolle einstellen. Und das ist für die Verspielten. Und ich gehöre dazu. Zurück zum Thema Drift. Jetzt wird es spannend. Sehr spannend. Der M3 sowie der M4 hat serienmässig 480 PS, ist Heckantrieben und jetzt, gut zuhören, handgeschaltet. Also nur mehr Spass geht nicht mehr. Mein Favorit als Competition mit 510 PS, Sportautomatikgetriebe, Heckantrieben. Gut. Was will der Schweizer Markt? Der Schweizer Markt will Allrad. Also gut, dann geben wir doch am Schweizer Markt genau das, was sie wollen. Der M3 sowie der M4 kommt als Allrad. Stopp, bevor er komplett übergeht. Liebe Audi RS-Kollegen, gut zuhören. Der M3 kommt als Allrad. Und das Kombi, wie geil ist denn das? Ich merke es richtig durch die Kamera, durch, wie alle am Übergehen sind. Ich freue mich wirklich riesig. So, mir ist es absolut bewusst. Ich rede und rede ohne Punkt und Komma. Eigentlich wollt ihr nur etwas. Ihr wollt das Auto mal hören und ich verstehe euch absolut. Darum machen wir jetzt einen Soundcheck. Wow! Heilige Sieche, es freut mich im Fall gerade. Und in live wirklich nochmal eins drauf. Das müsst ihr wirklich erleben. Machen wir miteinander jetzt ein Fazit. Diese brachiale Kraft trifft auf pure Ästhetik. Und genau das ist das, wo mich persönlich extrem fasziniert. Perfekt. Danke vielmals, Rocco. Wow, was für ein toller BMW. Toll! Das auch, ich gehe komplett überhaupt dem Auto. Das ist so geil, das müsst ihr wirklich erleben. Perfekt. Sorry. Also ich freue mich, weil ich habe gehört, das Auto wird der neue Dienstwagen von Product Genius. Also ich glaube weniger, he? Weil wir wollen das Auto nicht gerade zusammenlegen. Hey! Okay, ich dachte, ich probiere es mal so in der Öffentlichkeit, aber in dem Fall gib mir mehr Mühe nächstes Mal. Nein, perfekt. Es sind bereits ein paar Fragen reingekommen, Rocco. Darf ich dich schon unterbrechen? Sorry. Ganz eine wichtige Info jetzt. Und das betrifft meine Kollegen, also meine Jungs. Stellt keine dumme Fragen, weil sonst werden alle zensiert. Und wir haben schon jenes zensieren. Gut. Perfekt. Ein paar haben wir aber trotzdem noch, die wir können stellen. Und zwar hat uns der Igor gefragt, wie viel Zoll dass die Felgen haben, die da drauf sind. Also, Igor. Serienmässig hat er vorne 18 Zöller, hinten 19 Zöller. Optional kann man vorne 19 Zöller haben und hinten 20 Zöller. Perfekt. Dann hat uns Michelle gefragt, wann etwa dann der Allrad da erhältlich ist. Michelle, geile Frage. Es ist unverbindlich, was ich jetzt gerade sage, aber geplant ist es auf Produktion September. Das heisst, die ersten werden im Januar, Februar, März rum auf der Straße sein. Perfekt. Und dann hat uns der Severin noch gefragt, wie lange das ein Auto hat von 0 bis 100 etwa. Severin, das Auto katapultiert dich in 3,9 Sekunden auf 100. Wow. Ja, definitiv. Sag jetzt nicht mehr toll, sonst wird sie wieder zusammen. Wieder komplett über, gell? Nein, perfekt. Danke vielmals, Rocco. Sehr gerne. Sonst noch Fragen? Das war bis weitem jetzt alles. Ich glaube, wir müssen nachher langsam auch zum Schluss kommen. Also gut. Ich wollte die Chance nutzen und auch von meiner Seite her danke vielmals sagen. Zeit ist etwas vom Wertvollsten, das wir haben. Und dass ihr Zeit mit uns verbringt, das schätzen wir wirklich sehr. Vielen Dank. Perfekt. Und somit sind wir jetzt am Ende angekommen von dieser wirklich speziellen, neuartigen Live-Ausstellung 2021. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen mehr genossen wie wir und habt uns vielleicht ein paar Patzer ein bisschen verziehen.
Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir das gut über die Bühne gebracht. Auch danke vielmals an dieser Stelle für alle Leute, die ihr da vielleicht nicht gerade vor der Kamera seht, die heute den ganzen Tag rumgerannt sind. Weiter möchte ich euch bitten, habt ihr irgendetwas, das ihr uns möchtet mitteilen möchtet? Also gebt uns ein Feedback, schreibt ein Mail, läutet am Rocco an. Oder was auch immer, wir freuen uns darauf. Ja, ich würde sagen, viel mehr bleibt mir eigentlich nichts zu sagen. Ich glaube, das Schönste wäre, wenn ihr wieder vorbeikommt, entweder hier in Wetzikon oder auf Volkenzwil, kommt die tollen neuen Modelle Probe fahren, weil nur dort lernen sie wirklich kennen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke vielmals.